Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gothic 3 Enhanced Edition. So, jetzt lädt kurz hier die Welt. Ja, weiß er doch. So, herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir Kaptun finally erreicht, alle Quests angenommen im unteren Dorf. Und jetzt gehen wir mal hoch zum Leuchtturm und schauen, was da so abgeht. Wir haben ja erfahren, dass dort tolle sexuelle, er lädt noch ein bisschen, Arena-Kämpfe abgehalten werden. Cool. So, aber uns hat ja der Alchemist, wie hieß der eigentlich nochmal? Der kleine Fette. Der Assassine. Kaptun. Hä? Ach nee! Die Quest hatten wir ja schon abgeschlossen, weil wir 12 Heilpflanzen dabei hatten. Aber wir können trotzdem ein paar mal einsammeln. Hier oben gibt es anscheinend genug, hat er gesagt. Und so eine Spots sind sehr willkommen bei mir. Man braucht nicht lange rumsuchen. Hat einen Punkt, wo ganz viele Heilpflanzen sind. Meine Fresse. Ist ja schon fast Unkraut hier. Oha. Lol, hier ist eine Höhle. Oh, das liebe ich, so ein Gothic. Speichern. Da ist bestimmt ein viel zu starker Gegner drin für mich. Oder gar keiner. Alles klar. Nehme ich aber auch gerne. Eine Höhle voll mit Scheiße. Liegt hier irgendwas Tolles rum? Na, 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 na. Geil. Direkt wieder aber ein Erlebnisgefühl. Abenteuerlust, Leute. Abenteuer. Oh Gott, wo bin ich? Eisenhalm. Genau, Eisenhalm. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schön. So, da haben wir direkt mal ein... Oh, Alter. Ein paar Heilpflanzen abgesahnt. So, jetzt hören wir uns hier mal um. Ich glaube, hier oben gibt es auch noch Voice-Fälle, wenn ich mich richtig erinnere. Speer. Heilpflanzen. Ja, da ist eins. Das ist der Voice-Fell. So, da ist noch eine Heilpflanze. So, wen haben wir hier? Darmok. Was willst du? Mauern. Alles klar, der will nicht reden. Wer bist du? Arok. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Ja. Gibt's hier irgendwie? Nee. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Hm. Okay, ja, jetzt noch nicht. Lass mich erst noch reden. Jetzt ist die Musik wieder ein bisschen leise, oder? Ich glaube, das ist von Track zu Track unterschiedlich. Ich mache mal noch 2% drauf. Auf 10. Hallo. Alles klar, du willst nicht auf 10. Oh, weißt du was? Ich mache jetzt die Mausgeschwindigkeit ganz runter. Junge, ich krieg dich auf 10, wenn es das letzte ist in meinem verkackten Leben. Alter, das ist doch Verarsche! Ihr haut ja 100% rein! Aber es gibt nur 99, weil die 10 fehlt! Ich verarsche euch gerade nicht. Alles klar, dann 11. Du hast es so gewollt. Scheiß Ding, ey. So. Alter. Was ein Dreck. Hier ist noch eine schöne Truhe. So, gibt's ja sonst gar keine Leute zum Reden, doch, oder? Fadi? Steig mit mir in die Arena, wenn du dich traust, Schwächling. Geh zu Arok und sag ihm, dass du kämpfen willst. Dass sie immer so großes Maul haben müssen, ey. In jedem Goss. Das ist ein Waffenbündel, kann ich das nehmen? Möglich ist alles. Labern die mich voll, die Orks? Glaubst du wirklich? Halt! Keinen Schritt weiter! Ich will. Ist da der Paladin? Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen. Okay. Brauche ich auch erst Ruf? Darf ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Ich darf hier hoch. Darf ich hier hoch? Darf ich hier... Oh, Alter. Man kann die Reichweite erhöhen in der Gothic Inni. Habe ich schon versucht. Allerdings, ihr kennt ja von Gothic 3 diese Nachlade-Lags, Ruckler, ne, die wir die ganze Zeit haben. Da kannst du den krassesten PC haben, wirklich. Und das Spiel ist inzwischen schon echt alt. Schon wieder.
Er ist nicht ganz so alt, aber immerhin schon alt. Ja, ist eine Abstufung. Und trotzdem, du kannst den krassesten Rechner haben, die ich glaube, ich weiß nicht, ich kenne mich zu wenig aus, um euch genau sagen zu können, woran das liegt, aber würde ich jetzt die Reichweite auf 10.000 erhöhen, was sind das jetzt für eine Musik? Dann, würde es nur noch ruckeln. So. Ich werde folgendes machen. In Arena kämpfe ich erst später oder jetzt. Nee, ich versuch's jetzt. Weil da kann ich outplayen. Ne? Ja, das machen wir jetzt. Da kann ich outplayen und ich krieg Belohnung. Vielleicht eine tolle Waffe. So, ja, ich will kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang will ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Nice. Was muss ich jetzt tun? Okay, fahr geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Okay. Speichern. So, Fadi. Jetzt Ende. Dann zeig mal, was du Leute, drauf hast. Es geht oha! Oha! Ah, der wartet immer ab. Oh, der blockt immer und dann der kleine Wichser, Alter. Oh, das wird schön. Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Shit. Die Waffe gehört jetzt mir. Nee, nicht die Waffe. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Das hätte ich noch besser wissen müssen. Fuck, die Waffe. Irgendwann ist doch das. Okay. War was? Nee, oder? Ey, wir machen erst doch die anderen Quests. Ich muss mehr Leben skillen. Ich muss eigentlich mir schon die bessere Rüstung... Hat der jetzt mein Gold mitgenommen? Aber nicht alles. Die nehmen nur... Soll ich es mit dem Assassinenmesser nochmal versuchen? Dann kann ich aufs Gift spielen. Aber wenn... Aber das Gift bringt ihn um, oder? Shit, ey. Okay, ich mache erstmal die Quests. Versuch, dass ich dadurch irgendwie... Keine Ahnung. Ich brauche irgendwie noch eine bessere Waffe. Ich muss Truhen suchen. Okay, ich erledige erstmal die hungrigen Wölfe und gib ihm die Felle. Ach so, hier, was ist eigentlich mit dir, du Lulli? Du hast, lass mich in Ruhe. Alles klar. So, hier sind rechts und links hungrige Wölfe. Die kann ich gleich notfalls hier zu Jens, dem geilen Stecher, beten. Das geht immer. Oh, ich muss auch pennen. Ich muss dringend pennen. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Nice. Das ist gerade jetzt eigentlich ganz nice. Ich habe 8 Lernpunkte. Moment. Bevor wir jetzt weiter zu Kampf mit Zweiklingen gehen, brauche ich 140 Jagdgeschick. Zwar auch noch 20 Stärke, aber wenn ich jetzt eh 140 Jagdgeschick brauche, kann ich ja gleich mal auf 150 gehen. Und wir wollen ja auch ein bisschen auf Bogen gehen. Auf Bogenschütze gehen. Und, ich muss ja auch das hier unbedingt. Warte mal, 30. Das brauche ich auf jeden Fall. Das ist echt das Nächste. Und dann erst das, glaube ich. Weil Wölfe, Tierfälle nehmen. Das Ding ist, in Gothic 3 braucht man, glaube ich, ziemlich viel Wolfsfälle immer für Quests. Kampfbogen. Ich brauche irgendwie eine Waffe jetzt, womit ich erstmal klarkomme. Shit. Ja, pennen wir erstmal und machen die Quest mit den hungrigen Wölfen. Hier drin liegt auch ein Jagdbogen. Ah, den habe ich, ne? Ja. So. Da sind auf jeden Fall 2 hungrige Wölfe. Und da ist ein Einzelner. Warte, den Einzelnen versuche ich mal allein zu machen. Das müsste gehen. Ah, es sind doch 2. Habe ich gespeichert? Ne, habe ich nicht. Sieht der mich? Nee, oder? Guck nach vorne. Guck nach vorne. Kopfschuss. Kopfschuss? Nee, das war keiner. Fuck! Oh, ist über den ersten... Nein, ich habe die Waffe nicht ausgerüstet. Die Biester geben einfach
Wehe, du legst den linken um. Shit. Leg nicht den linken um, das ist meiner. Oh, fuck. Oh, der hat irgendwie Akku von einem Vieh. Warum habe ich die scheiß Waffe vorher nicht ausgerüstet? Komme ich hier auf die Hütte drauf? Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Was machst du denn? Leg das Vieh jetzt um! Da kommt noch einer. Geil! Ist er noch hinter mir her? Shit. Nein, nicht drei! Oh, shit. Okay, das lief nicht optimal. Gebe ich zu. Oh, lol, wenn man aber außerhalb der Sicherheitsscheiße geht. Lol, man hat nur den kleinen Schlag. Um dich ist es nicht schade. Man kann mit denen nicht den großen Schlag machen? Doch jetzt. Hä? Das ist so ein bisschen leicht gewählt. Früher war ich nicht so ein Fan von so Sachen. Auch bei Playmobil schon. Da gab es auch so gewählte Waffen. Die waren ganz komisch. Aber eigentlich sind die ganz nice. So, da sind welche da. Ach du Scheiße, ey. Na komm her. Der ging über die Birne. Oh, der hat gesessen. Na komm her. Ja! Nice, Level up. Speichern. Okay, einzeln sind die Wölfe nicht wirklich ein Problem. Zu zweit mit ein bisschen Kiten geht's eigentlich... Ja, das war übel auf dem Penis. Jetzt streckt er sich! Geil, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, Lord, instant hat's geleckt. So, jetzt wird er noch vergiftet, der Junge. Oh Gott. Oh, das war close. Close. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, jetzt diese Folge läuft echt einiges schief. Da muss ich mich erstmal anpassen an Gothic 3, ey. Shit. Ah gut, der Morgen ist wenigstens heller. Ich habe keine Pfeile mehr. Shit. Ist das dumm? Man kann auch die Pfeile nicht aus den Viechern mehr rausziehen, oder? Verkaufst du mir Pfeile? Bring mir. Nein, 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 nein. Oh, die sind aber teuer. Oh, geht. 300 Tacken. Für 150. Ach komm. So. Nein. Nicht die. Die. Du Mädel. Komm mal her. Voll im Kopf. Ja. 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 Nice. Rohes Fleisch können wir auch noch braten. Ne? Oh lol, was ist da? Ich glaube, das ist ein Schrein Belias. Geil. Oh, hier ist ein rostiges Schwert. Das könnte mir nützen. Wie viel Schaden macht das? Oh ne, noch weniger als Assassinen-Dingens. Tatsache, ich glaube, das ist echt ein Schrein Belias. Oh, gucken wir mal, was der Junge zu sagen hat. Belia. Ach, der fungiert genauso hier? Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Der bringt mir quasi die... Ah. Okay, hier in Gothic 3 ist es so, dass du für jeden Gott, sprich Innos, Adanos, Belia, die verschiedenen Schreine hast. Und nur an denen lernst du die jeweiligen Zauber. Aber alle haben auch diese Funktion. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr Gold, ne? Oder? Doch? So, das war mal wieder nötig. Nein, Ausdauer nicht. Das war ganz gut, denke ich. Oh, hier ist noch eine leckere Pflanze. So, weitere hungrige... Achso, ich wollte da oben erstmal gucken, was es da noch so gibt.
Oh. Okay. Weitere hungrige Wölfe, bitte. Ich glaube, ich weiß noch, wo welche sind. Ich glaube, da oben. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ne, ein paar Dinge weiß ich ja noch von früher. Das kann uns hier und da ein bisschen helfen. Das vermeidet dann auch diese typischen Szenen, die wir in Gothic 1 und 2 hatten. Oder in anderen Spielen, die ich noch nicht vorher gespielt hatte. Dass wir Stellen haben, wo wir einfach nicht weiterkommen, weil ich halt einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Das dürfte hier in Gothic 3 nicht der Fall sein. Was Vorteile hat, natürlich, erstmal, aber auch Nachteile, ne, es ist nicht ganz blind so, es ist zwar lange her, aber ich lag richtig. Den will ich machen, bevor die ankommen. Shit. Oh, 3 sind 10 zu viel. Ah, ich kassiere mal einen. Oh, jetzt schalten sich die Orks ein. Ja! Nice. So, Mädels, kommt her. Oh, ich hau manchmal irgendwie über die Dr... LOL! Easy. Man kann die... Das ist halt das Hauptproblem bei diesem scheiß Assassinenmesser, dass die Range echt, mager ist. Oh Gott, der ist ja immer noch dran. Lauf! Wow! Da sind noch 2! Schieß die ab, Jens! Jens! Ich habe keine Ausdauer, Jens! Man kann leider nicht zurückgucken, oder ich weiß nicht wie. In Gothic 2 ging das sehr geil. So, dich nehme ich einzeln, Mädel. Ja. So. Nicht Jens töten, Leute, den brauche ich noch. Alter, ich brauche den echt noch. Ja. Wem hast du es gezeigt? Boah, fast Jens gehauen. Lol, der ist immer noch auf der Hand. Easy. Den machen wir beide. Armselige Kreatur. Nice, das bringt Jagdgeschick. Cool, ich habe die Quest fertig. Nice, Alter, waren doch einige. Oh lol, was hat er denn für eine Pose? Auch geil in Gothic 3, dass die Physik besser ist. Ne? Mit den, quasi Kadavern und Körper. Körper, je nachdem. Ne? Ob Mensch, Ork oder Tier. Ob Humanoider oder Tier. So. Nee. Ich gehe erstmal pennen. Was machen wir dann? Wir können versuchen, mit dem Assassinenmesser den Boy da zu outplayen. Ich glaube, ich habe scheiße gefightet. Ich wollte viel mit dem Stechen versuchen, aber der hat eiskalt immer geblockt mit dem Schild und dann zurückgeschlagen. Was habe ich für Quests? Ich muss doch mal den Quest-Knopf finden. Naja. Kapdun. Urkrass Waren klauen. Tour des Alchemisten. Das kann ich danach machen. Waffenbündel für Phil. Ich glaube, wir pennen jetzt irgendwo bis nachts und dann versuchen wir mal bei Urkrass die Scheiße zu stehlen. Und dann können wir mal die Banditen töten, zusammen mit dem Cyrus oder wie der heißt. Lala! Okay, das war nur ein kurzer Aufschwung, jetzt wieder vorbei. Ruhe bitte. So. Also, pennen. Die spielt so geil! Bis Mitternacht. Und jetzt wird spannend, Leute. Der Urkrass? Nee, nicht bis Mittag, Junge. Du sollst länger schlafen. Auch geil, dass er auf Kommando schlafen kann, bis wann er will. Wecker? Altmodisch. So. Jetzt steht der Urkrass hier vor und bewacht sein Lager. Hier kann man aber hinten rein, oder? Ging das nicht? Konnte man nicht hier irgendwo rein? Oh ja, hier. Okay, ich speichere. Und jetzt Sneaky. Goldener Pokal. Waffenbündel. Teleportstein, nice.
Goldener Pokal. Da ist noch einer. Oh, ich hab's. Easy Huhn. Wolfsfell nehme ich mit. Tschüss, Urkrass. Fetter, hässlicher Mongo. Easy. Hey, Urkrass. Ich speichere mal. Was geht bei dir? Du musst weiter. Okay. Meinen Rat annehmen. So, Seruk. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Nice. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Okay. Verstehe. Nice! Das machen wir direkt. Warte mal, wie viel? 8 Lärmpunkte. Wir brauchen für schwere Schlösser knacken 30. Ich habe 11. Ja, warte, dann stecken wir schon mal alles rein, was ich habe. Na, 5, komm. Ne, komm, 3. Nicht genug Gold. Oh. So, dann gehen wir jetzt nach Ardea. Aber ich kann auch noch Folgendes machen. Ne, hier. Da, Kapdun. Nice, haben wir das auch. So, Ardea. Knöpfen wir uns den Jungen direkt mal vor. Abfahrt. Ab nach Malle. Oh, schöner Arsch. Ja, und laden. Ah ja, hier sind inzwischen jetzt die Rebellen. Ja, was willst du hören? Nice. So, was sagst du jetzt, du fetter Hammler? Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Und seht ihr mal, jetzt wo wir in Redok 80% Einfluss haben, Ruf, sind die jetzt grün. Das heißt, sie sind verbündet. Crazy, ne? Manchmal sind ja Gegner über den Kopf. Alter, ich will hier pennen. Weiß, manchmal, weiß ist neutral, orange, ne, ein bisschen aggro. Und rot ist, die wollen einen töten. Ich glaube, so war es ungefähr. Er ist ein bisschen differenziert. So, der Leuchtturm müsste ja an der Küste sein. Ich glaube... Was kann denn schon groß passieren? Oh lol, hier ist Topf. Da. Hier ist generell sehr weite Fläche. Abenteuerlich, aufregend. Oh lol, da ist ein Hirsch. Da rennen sie. Die wissen, was ihnen blüht. La, la, la. La, la, la. Was bringt mir? Was war ein Herrscherkraut? Ich finde gut, dass man die hier alle wiedererkennt. Harnischkraut? Maximale Ausdauer. Drachenwurzel. Gesundheit. Jetzt hier auf der Wiese direkt wieder Heuschnupfenalarm. So. Mana-Pflanze. Sonnenkraut. Da sind die Hirsche. Oh, guck mal, hier ist auch noch Heilpflanze. Oh, da ist ein Objekt. Aber das mache ich nicht mit Pfeilen, weil hiermit geht besser. Schlitz. Oh, lol. Eine Halunke. Wie viel sind das? 2? 2? 3. Einer mit Schild. 2 mit Schild. Schaffe ich die? Ich glaube, ich schaffe die. Das wäre schon nice, weil die haben da halt eine schwere Truhe. Auf die habe ich es gerade ein bisschen abgesehen. Wir probieren es mit Feuerpfeilen. Warte mal, nee, das war dumm. Ich will... Nein. Ich will die schon auf 5 haben. Die will ich... Ich kann es ja mit den Tasten machen. So, und du auf 9. Nein! Nein! Du auf 9. Was mache ich hier? 5. So. Feuerpfeil. Speichern. Aufs... Maul! Oh, ich versuche, den Kopf zu schießen. Aber es wird schwierig. Ich glaube, ich habe getroffen. Stehen. Einen habe ich. Oh, die teilen ja nicht viel aus.
Oh, Schlitz! So, der andere Bengel ist irgendwie weg. Schlitz, 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 Schlitz. Nice, er gibt wieder Kohle. Waffen geben immer gut Kohle. Wo ist denn jetzt der dritte hin? Oha, da ist eine Blutfliege. Oh, die waren so mega nervig in Gothic 3, glaube ich. Komm her, Jungchen. Krieg ich dich doch noch. Schlitz. So müsst ihr machen. Schlitz. Da, er ist vergiftet, wenn man zusticht. Oh, lol. Wie er wegfällt. Und dann stöhnt er, als wäre er... Nein. Und dann stöhnt er. So. Wolfskraut. Oh, was ist das? Die Pflanzen sehen ja auch so viel schöner aus. Außer Zauberwurzel. Die sieht aus wie so eine Pflanzenmissgeburt. Oh, Metalltruhe. Zu schwer. Oh Mann, ich muss mir das aufschreiben, damit ich die nicht vergesse eigentlich. Oh, da ist eine Blutfliege. Ey, die sind so nervig. Weil, werdet ihr gleich sehen, hoffentlich nicht. Die vergiften einen nämlich, wenn die einen erwischen. Das ist richtig unschön. Oh, der Einfallgegner nehmen. Nice. Aber die hat einen dicken Kopf. Das heißt, man kann relativ easy mal Headshots verteilen. Alter, hier geht's aufs Meer raus. Seht ihr diese Grafik? Geil. Da unten. Oh, geil. Ja, die Reichweite killt's ein bisschen. Beziehungsweise die Programmierung. Oh, lol. Ich dachte gerade, was macht der denn da? Jack! Ich hab gehört, du hast einen Batzen Gold. Na, mein Junge. Unterwegs zu großen Abenteuern? Ja, zu deiner Schatzkiste, Junge. Schönen Turm hast du hier. Erstmal imponieren. Erstmal sicher fühlen lassen. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sag ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Wisst ihr noch, dass es in Gothic 2 auch einen Jack gab, der allerdings seinen Leuchtturm an Banditen verloren hatte, den man erst zurückerobern musste? Wisst ihr noch? Und wisst ihr immer noch, warum ich dieses Kopfband trage? Weil ich einfach wunderschön darin aussehe. Oh, warte, da fällt mir ein. Ich habe eine neue Brille. Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert. Oh, ah, das war eine Quest. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ah, ach, stimmt, eben kam auch voll viel EP und sowas. Mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Nice. Zeig mir deine Ware. Wie viel Dietriche habe ich noch? 20. So, ich plane, dieses Kerlchen zu töten. Weil ich bin eine Assassine und sehe das hier als einen Auftrag. Zu töten. Die Frage ist, wenn ich jetzt mit dem handel, kriege ich da mein Geld zurück? Wollen wir einen Testkauf machen? Ich kaufe mal die 6 Dietriche. Das heißt, 60 Gold gebe ich ihm jetzt. So, Junge. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Lol, gib mir das einfach so. Diebeskunst plus 1. Das ist noch nicht alles. Hör! Hör! Du schlägst mich? Na, warte. So, jetzt hat er 60 Gold dabei. 25. Stirb! Hat keinen Sinn gemacht, außer meine Spielweise zu erfüllen. So, jetzt können wir hier schön looten, Leute. Der Trank gegen Krankheiten. Dietrich. Dietrich. Nice. Ich hoffe, wir bauen den nicht mehr für später. In Gothic 3 muss man eigentlich ein bisschen aufpassen, wen man umbringt. Aber das ist jetzt dafür mein Turm, Leute. Easy. Jetzt gucken wir nochmal, was oben geht. Ne? Mein Turm ist ja hier mein Turm. Ne? Aber ich habe gerade gar keine Nachladeruckler mehr. Das habe ich irgendwie nur... Wenn man relativ in einer Region bleibt, geht das voll. Aber wenn man krass am Sprinten ist und so lange Distanzen überbrückt, hat man ein bisschen Trouble.
So, ja gut, dann. Ein Teleportstein? Für Adair, noch einer. Zwei, seht ihr? Lol. Kann ich den verkaufen? Ist ja viel wert. Na gut. Das war eine weitere Folge Gothic 3. Ja. Ja. Jack muss dran glauben. Wir haben ein bisschen gediebt. Und in der nächsten Folge machen wir, glaube ich, die Banditen ein bisschen platt. Mal gucken. Bis denn. Tschüss. Und ich muss mir merken, wo die Metalltruhen sind.